Willkommen zurück zu Sticks, Shards of Darkness. Wir sind hier auf dem Weg raus aus diesem Elfengebietszeug und haben in der letzten Folge ein fettes Stück Pure Quartz ergattert. Wie kommt man denn hier sinnvoll runter? I don't know. Au. Und jetzt müssen wir die Verladestelle finden. Das wird doch gelacht. Also gut. So. Hier war eine Kakerlake. Hallo. An dich erinnere ich mich. So, und das da vorne muss irgendwo irgendwas Verladestelliges gewesen sein, oder nicht? Oder muss ich hier jetzt gar nicht mehr hin, weil das dieses Flieh durch das Labor schon gemacht hat? I don't understand. Ja, genau, da kletter ich bestimmt jetzt direkt rein. Oh ja, mach ich wirklich. Bin verwirrt. Also wir können hier fett hochklettern, das ist schon mal gut. Aber dann, was dann? Hoch, darüber, keine Ahnung, Mann. Halt, Moment, da sind Eier. Brauche ich noch Eier? I don't know. Let's find out. Yes. Nice. Reden? Wait, what? Haladrin! Is that you? Yes. I'll put your stuff in a chest. It's on the barge that links the prison and Wilderan. That barge is your way out. Wilderan? The village of the goblin hunters? You've got to be kidding, right? Don't tell me you're scared of dwarves. Once you've got an opponent your own size. Wait, what? Wie jetzt? Was? Wo? Warum? Wo muss ich jetzt hin? Ai, Haladrin, I need more details. And insect eggs. Oh, zwei sogar. Wir sind voll. Aha, noch einmal giftige Spuren und wir sind ganz voll. Ja, toll, und jetzt? Was jetzt? Ich bin außerordentlich verwirrt. Jetzt hat sie gesagt, sie hat irgendwo eine Kiste hingestellt. Aber wo? Finde die Verladestelle. I don't know. Ha. Huh. Jetzt sag mir nicht, ich muss doch durchs Labor. Das wäre so weird. Machst du Mumpfy Mumpfy? Gute Wahl. Wenn ich jetzt hier warte, kann ich dann den anderen hier so runterziehen? Und auf den darauf. Achso, das ist eine Kakerlake, oder? Auf den darauf werfen, das wäre witzig. Das wäre irgendwie lustig. Lass uns das mal nochmal ausprobieren. Du siehst mich nicht so gut. All life has left this body. Okay, weißt du was?
Ja. Hast du dich doch beruhigt? Okay. His body should be burned, not left here to rot. Dein Ernst? Du gehst auf die andere Seite? Hä? Oh nein, das war gar kein Goldharztrank, was der Typ hatte. Oh Gott. How am I supposed to know? I don't know where to go. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Mann. So sorry. Finde die... Oh Gott. Something is lurking in here. Wieso bin ich da nicht hochgekommen? Du hast nichts gesehen. Manchmal passiert sowas eben. Surprising. Blood. Ach, ihr seid doch alle doof. Wieso konntest du mich da jetzt entdecken? Ich verstehe das nicht. Ich stand hinter einer Wand. Normal seht ihr mich nicht, wenn ich euch ins Auge pupse. Und viel deutlicher kann man sich nicht sichtbar machen. Also dem kann ich da, aber das ist alles Quatsch. Ich gehe jetzt wieder zum Labor. Mir doch egal. Alles gemein. All life. Okay, geh schon. So, jetzt also wieder runterlassen. Dann einmal hier einen Klon hinstellen. Oh nein, jetzt habe ich den. Ich bin so ein Idiot. Es tut mir leid. Hier muss ein Klon hin. So. Dann mache ich so. So. So, dann wechsle ich zum Klon. Fahre mich hoch zum Labor. So, jetzt sind wir wieder hier. Keine Ahnung, Mann. Also gut, wir finden jetzt die Verladestelle. Muss ja irgendwo sein, ne? So, Tür auf. Hier war der Quarz, richtig? Ja, hier war der Quarz. Dude, that was close. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter hier lang. Irgendwo wird das schon hinführen. Die Schlafräume. Aha. Na, wenn hier nicht so eine Goldmünze ist, ne? Genau. Warum auch immer jemand hier giftige oder instabile Sporen oder sowas versteckt. Na, was heißt versteckt? Lagert. I don't know. But, well, so be it. Okay, hier kann man irgendwie auch lang. Durchs Fensterle.
Haha. Okay, jetzt bin ich hier. Super. Dann lass uns doch mal. Hier hingehen. Finally, here we are. The little boat Haledrin talked about. All my stuff must be in the chest. I'll have to keep it down low if I want to get on board. All I gotta do is hide in the chest and wait to be transported to my destination. That reminds me of something. Ja, nicht rumtrödeln, genau. Also gut, versteck dich an Bord der Fähre, 42 Meter, easy. Moment mal, das müsste wirklich... Moment mal. Wo gehst du lang? Das ist nicht so schlimm. Hör ich da einen Ork, einen Ogre, Ork, Ork, Orker, Ogre? Oh crap. This thrill will find you. What the? Hey! Gemein! Ich hab mich unsichtbar gemacht. Du hättest mich nicht finden dürfen. Also gut, hier sind schon einige unterwegs. Anybody there? Got it. Oh. Was hört man denn hier für ein komisches Geräusch? Maybe it was nothing after all. Oh, I thought I saw something. Ah, you're dead meat, Tiny. All hands to battle. Here. Right, let's go this way. Although, curious. Alter, das wo habt ihr überall eure verdammten Augen? Hört auf jetzt! Das ist so gemein. Also. Nein. Typ. So. Der guckt nicht. Na also, es geht doch. Ist dein Stuff auch drin? Sure stinks in here. Adrian, you need to wash those socks more often, girl. Mission 5 in der Falle, das Jägerdorf. Und so kämpfte sich Styx splitterfasernackt durch das Goblin-Gefängnis und versteckte sich schließlich in einer Truhe, die unterwegs in die Außenbezirke Korangals war. Damit er wieder nach Thoban in seinen bequemen Unterschlupf zurückkehren kann, muss er im Dorf Wilderan einen
ein Transportmittel finden. Dumm nur, dass das Dorf ein Umschlagplatz für den Handel mit eingefangenen Goblins ist und es dort von Jägern der Menschen und der Zwerge nur so wimmelt. Six muss auf der Hut sein, wenn er nicht will, dass sein Kopf als Trophäe über einem Kamin landet. Really? Oh boy. That sounds nasty. Aber ich habe meinen Stuff wieder. Ich sehe es genau. Ich habe eine Kappe auf. Und der Dolch hängt auch wieder da. Nice. Yes. Ah, my lovely gear. I missed you so. I never been big on nudity. And it's got nothing to do with the size of my my blade. Good. Let's get out of here quick. I can't wait to breathe some fucking fresh air. Yeah, but then. Mission! Gelange endlich an die frische Luft. Wie witzig ist das denn? Oh Mann. Ah ja. Ja, okay. Und an die frische Luft gelangen wir dann vermutlich beim nächsten Mal. Na, vielleicht noch nicht ganz. Aber wir machen uns auf den Weg. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.